Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wir wieder bei Gesund und Fit in Alanya. Ich bin Peter, heute das nächste Video von meiner Reihe Meine Sprossenzucht. Heute geht es um den Buchweizen. Ja, Buchweizen gehört jetzt nicht zu den Süßgräsern, wie jetzt zum Beispiel Weizenroggen, Gerste. Ist eher so ein Pseudogetreide, wie jetzt zum Beispiel Hirse und Quinoa. Wird hauptsächlich angebaut, Russland, Ukraine, Polen und der größte Teil irgendwo in China. Wie ich jetzt schon ein bisschen recherchiert habe, teilweise auch in Deutschland. Ja, weiterer Vorteil für mich einfach, es ist glutenfrei und absolut nährstoffreich. Gehört jetzt nicht, wie gesagt, zu irgendwelchen Getreidesorten oder Süßgräsern, sondern eher zu der Gruppe der Knöterichgewächse. Wie jetzt zum Beispiel Rhabarber und Sauerampfer. Dann hat es noch weitere Vorteile, wie gesagt, die ganzen wichtigen Nährvitalstoffe, die da drin enthalten sind. Dann enthält es alle 8 essentiellen Aminosäuren, die wir selber nicht herstellen können. Von dem her für mich das optimale Lebensmittel. Dann haben wir zusätzlich noch drin Eisen, Mangan, Calcium, Kalium. Dann ist noch mit drin das Lecithin. Lecithin von Vorteil natürlich, es reguliert unseren Blutzuckerspiegel. Von dem her optimal. Dann enthält es auch dreimal mehr Lysin als normales Getreide. Das ist dann zusätzlich wichtig für die Bildung von Hormonen und Enzymen. Zusätzlich dann noch eine gute Geschichte, wenn man da so einen Buchweizenextrakt hat, das dann unsere Blutbahnen reparieren kann, so eine Gewebereparatur durchführen kann. Unsere Blutbahnen, unsere Kapillaren einfach optimal wieder in super Zustand bringen kann. Dann hat es zusätzlich drin das Vitamin E und B1 und B2. Lösliche, unlösliche Ballaststoffe, die auch wieder sehr wichtig sind für unsere Verdauung. Dann hat es noch einen weiteren Vorteil und zwar ist es der Pflanzenstoff Rutin. Der verhindert jetzt zum Beispiel das Verklumpen unserer Blutblättchen. Wegen dem eine super gute Geschichte, wenn jemand vorbelastet ist, irgendwie mit Bluthochdruck. Es stärkt zusätzlich unsere Blutgefäße durch die Reparatur, durch das Rutin, das die oxidativen Schäden einfach wieder repariert und unser Blut einfach sehr dünnflüssig hält. Ja, vom Ablauf her auch eigentlich sehr einfach. Könnte man jetzt kochen oder einfach über eine gewisse Zeit einlegen und dann sich entweder kochen oder einfach zum Keimprozess nehmen. Wenn ich das eingeweicht habe, dann nehme ich hier mein Keimgläschen, funktioniert für mich so am besten. Mache da ungefähr so ein Drittel rein in das Keimglas, dann fülle ich es ungefähr ja, bis ungefähr drei Viertel voll mit meinem hier gefilterten Wasser. Dann stelle ich das einfach auf die Seite für 2 bis maximal 4 Stunden und dann spüle ich das. Das Spülen macht man dann immer morgens und abends, nachdem ich das eingeweicht habe. Da bin ich vielleicht etwas pingelig, weil der Buchweizen sehr viele Gelierschmierstoffe absondert. Wegen dem auch vor dem Kochen immer kurz einweichen, eine gewisse Zeit, da mindestens eine Stunde. Dann werden einfach die Schleimstoffe ein bisschen ja, ausgewaschen und es ist dann einfach etwas angenehmer. Ich spüle das dann am Anfang immer so schon 4 bis 6 Mal, bis die ganzen Schleimstoffe richtig gut draußen sind. Und dann nehme ich das einfach und stelle das hier so auf den Kopf. Kann ich jetzt, oder ich stelle das immer auf den Teller hier. Kann man auch zu Hause auf die Spüle oder ins Spülbecken reinstellen. Darf jeder gerne machen, wie er möchte. Hat einfach den Vorteil, dass ein bisschen Luft reinkommt und die sich einfach ein bisschen besser ausbreiten können. Ja, die Luft muss einfach zirkulieren können, ansonsten fangen die einfach an zu schimmeln. Ganz wichtig. Umgebungstemperatur, wie bei fast allen Sprossen, 18 bis 22, 23 Grad maximal.
Ich mache das auch immer ein bisschen abhängig von der Keimzeit. Je wärmer es draußen ist, umso kürzer. Maximal 2 bis 3 Tage mache ich das immer. Man könnte das auch 5 Tage keimen lassen, aber dann ist einfach der Zenit quasi erreicht. Dann bilden sie keine zusätzlichen Nährvitalstoffe mehr. Und es verschiebt sich dann, glaube ich, auch schon eher so Richtung, ja, in die negative Geschichte. Es kippt dann einfach rüber. Ja, gerade für Leute, die sich ein bisschen glutenfrei ernähren möchten, eine super gute Alternative. Geschmacklich so leicht mild, nussig, leicht bitterer Geschmack, kommt, glaube ich, auch immer auf die Keimzeit drauf an. Je länger, umso angenehmer. Aber wie gesagt, ich mache das immer so 2, maximal 3 Tage. Man könnte die Buchweizen dann auch dementsprechend irgendwo im Salat streuen oder ich habe meistens dann so eine Mahlzeit, gutes halbes, dreiviertel Glas mir dann immer genehmigt. Morgens so ein bisschen meine Früchte und dann später Nachmittag oder abends dann so ein halb, dreiviertel Glas als Mahlzeit. Oder dann mit dem Salat mit dazu, einfach drüber gestreut und dann einfach so mitgegessen. Ich habe das auch teilweise dann getrocknet, habe mir dann mein großes Backblech genommen, ein bisschen Butterbrotpapier, wo einfach die Feuchtigkeit ein bisschen aufsaugt und dann in die Nähe von, entweder in die Sonne gestellt tagsüber, wenn sie dann da war, oder Richtung Heizung. Wenn man natürlich ein Dörrgerät hat, natürlich optimal. So 38 Grad rum für 4 bis 6 Stunden, kommt immer drauf an, dann sind die auch schön trocken. Dann kann man die einfach über in eine Schüssel rein, luftdicht verschließen und kann sie dann auch relativ lange im Kühlschrank aufbewahren. Dann habe ich sie auch schon teilweise genommen, wenn ich kein Buchweizenmehl mehr hatte zum Brotbacken und habe sie mir dann einfach gemixt in meinem Mixer. Ein Mehl draus gemacht und dann zum Brotbacken verwendet. Also wie gesagt, universell einsetzbar. Für mich einfach gerade in der Zeit, wo es ein bisschen kälter wird, nicht mehr so viel Obst und Gemüse saisonal und regional zur Verfügung steht. Eine super gute Geschichte. Ich habe mir dann immer einen 25 Kilo Sack geholt. Der hat so 4, 5 Monate immer gereicht. Dann war der komplett aufgebraucht. Ja, das ist jetzt noch ein bisschen so das Überbleibsel, das ich mir als Rest mitgebracht habe aus Deutschland. Das war aus einem anderen Online-Shop. Ich habe den immer im Natural Food Shop bestellt. A, er kommt meistens aus entweder der Ukraine oder Polen. Teilweise habe ich dann auch schon mal, glaube ich, aus Deutschland von denen bestellt gehabt, aber das war dann nur eine kleinere Menge. Und wie gesagt, beim letzten Mal war leider verbraucht. Und dann habe ich mir woanders was bestellt im Online-Shop. Aber wie gesagt, eine kleine Katastrophe, sage ich jetzt mal. Also ungefähr die Hälfte keimt aus, die andere Hälfte funktioniert irgendwie nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht ist der auch irgendwie schon über das Haltbarkeitsdatum drüber hinausgeschossen, dass der einfach nicht mehr gut funktioniert. Wie gesagt, werde ich mir dort auf jeden Fall nicht mehr bestellen. Ich gehe jetzt wieder zurück zu meinem alten Online-Shop. Der hat es jetzt wieder vorrätig. Ein guter Freund von mir besucht mich demnächst und der bringt mir dann wieder ein bisschen was mit, dass ich da wieder versorgt bin für eine gewisse Zeit. Ja, weil, wie gesagt, für mich ist einfach ein optimales Lebensmittel. Gerade in der Zeit, wo es jetzt ein bisschen frischer wird und draußen nicht mehr so viel wächst, eine sehr gute Alternative. Ja. Was gibt es sonst noch zu sagen? Ja, probiert das einfach mal aus. Also wie gesagt, gerade Leute, die sich glutenfrei ernähren möchten. Und für mich als Rohköstler einfach eine super geniale Alternative, weil das ist für mich einfach so ein Gericht, der Buchweizen, der gekeimte, der zu allem dazu passt. Ob mir da irgendwie Rucola oder Löwenzahn oder Brennnesseln, was weiß ich was, einfach Buchweizen mit dazu. Zu der Mahlzeit einfach irgendwie für mich optimal. Vor allem die Nährstoffe, Vitalstoffe, die deinem Körper da bereitgestellt werden,
die ganzen Enzyme, die ganzen Aminosäuren, die einfach eine super geniale Verdauung auch dementsprechend ja, gewährleisten, deinen Körper optimal versorgen mit den richtigen Nährstoffen, Vitalstoffen. Einfach eine rundum super geniale Geschichte für mich. Wegen dem, ja, für mich einfach in den kälteren Zeiten nicht mehr wegzudenken. Im Sommer ist es hier einfach schwierig durch die sehr hohen Außentemperaturen. Da gehe ich dann einfach über und ernähre mich dann hauptsächlich vom Obst und Gemüse, das hier angebaut wird. Selbst da auch sehr gute Erfahrungen, weil du hier in der Türkei einfach ja, sehr gute Lebensmittel kriegst mit vielen Nährstoffen, Vitalstoffen. Die Böden hier, die haben noch richtig Power, richtig Energie. Und man sieht es ja auch, die ganzen Dünger, die sie hier verwenden, sind alles natürliche Dünger. Bor, Calcium, Kalium, was weiß ich was, Phosphor, alles drum und dran, was sie damit hinschmeißen. Selen, glaube ich, gibt es auch als Dünger noch zusätzlich. Ja, einfach eine optimale Geschichte hier in der Türkei. Die anderen Böden, die sind einfach durch die Überdüngung total ausgelaugt. Und ja, für mich einfach eine super geniale Geschichte hier. Auch das war mit einer der wichtigen Gründe, uns hier niederzulassen und nicht irgendwo anders hinzuziehen. Nicht irgendwo anders unsere neue Heimat aufzuschlagen und Wurzeln zu fassen. Wegen dem, das war schon die richtige Entscheidung, hierher zu kommen. Ja, dann war es jetzt erstmal mit dem Buchweizen. Und dann noch ein kurzes Update zu meinen zwei Avocados. Da habe ich ja vor kurzem das Video gemacht und habe die hier dann quasi ein bisschen aufgespießt mit den zwei Zahnstochern. Und man sieht es ja hier. Der Kern, der sprengt sich jetzt so langsam auf. Man sieht es, man kann es ja hier schon ein bisschen bewegen. Und wenn ich das so hier hindrehe, man sieht da auch schon unten dran die Wurzel, die wird dementsprechend bald voll rauskommen. Und wenn der dann ungefähr so 10, 15 cm hoch ist, denk mal die zweiten Blätter ausgetrieben hat, dann werde ich den auch umtopfen, dann in eine Töpfle rein und dann wird das auch definitiv wieder funktionieren. Der andere Kern hier, der braucht zwar noch ein bisschen, aber der sprengt sich auch schon ein bisschen auf. Sind auch zwei unterschiedliche Avocados gewesen. Entschuldigung. Der hier war ein bisschen größer, hat eine glatte Schale. Die war ein bisschen kleiner mit einer raueren Schale. Haben beide sehr lecker geschmeckt. Und wie gesagt, wir werden das einfach voll hinbekommen, dass sie dementsprechend schön austreiben. Und dann gucken wir mal, wie das Experiment hier mit den Avocados weitergeht. Dann war es das jetzt für heute mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben. Abo immer ganz cool. Am besten Glocke gleich mit dazu drücken. Werdet ihr immer unterrichtet, sobald ein neues Video hier auf diesem Kanal wieder am Start ist. Fragen, Anregungen einfach unten mit in die Kommentare reinhauen. Wenn es schön anständig ist, werde ich wie immer Zeit und Energie aufwenden und darauf eingehen. Alles andere macht keinen Sinn. Könnt ihr euch sparen. Die negativen Sachen bringt nichts. Dann bedanke ich mich heute wieder recht herzlich fürs Zusehen und fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag heute. Sehr entspannt, erholsam. Ein schönes Wochenende. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao. Peace.